Klaus Ruhe Madsen, 46 Jahre alt, dänischer Unternehmer und seit dem 16. Juni 2019 gewählter Oberbürgermeister Rostocks. Ein Seiteneinsteiger, begeisterter Radler noch dazu. Zum ersten Mal steht ein Ausländer an der Spitze einer deutschen Großstadt. Madsen wurde in Kopenhagen geboren und kam nach dem Abitur Mitte der 90er Jahre nach Deutschland. Heute lebt er mit seiner Familie in Rostock, ist Chef seiner eigenen Einrichtungskette und war von 2013 bis 2019 Präsident der Industrie- und Handelskammer. Alle Ämter lässt er nun ruhen, um sich ganz dem neuen Amt zu widmen. Ganz nach seinem Wahlslogan Rostock bewegen. Voraussichtlich Ende August wird er die Nachfolge im Rathaus antreten. Ich bin sehr zufrieden, aber es gilt jetzt natürlich auch, dass wir alle Rostocker vereinen, dass wir uns darauf verständigen, dass es wichtig ist, dass wir alle in ein Boot sitzen. Madsen ist parteilos, wurde im Wahlkampf aber von CDU und FDP unterstützt und setzte sich in der Stichwahl mit 57,1% gegen Steffen Bockhahn von der Linken durch. Er ist erst seit einem Jahr in der Politik aktiv, galt aber schon im Vorfeld als Favorit. Ein Grund für den Sympathievorsprung ist seine dänische Herkunft. Weil es ja im Prinzip ein Nachbarland ist, ist nur 40 Kilometer weg. Und mir sind die Dänen sehr sympathisch, sind sehr weltoffen. Madsen will Rostock moderner machen, unter anderem das Hafengebiet an der Ostsee renovieren, für einen besseren öffentlichen Nahverkehr und mehr Fahrradwege sorgen. Es könnte eine fantastische Botschaft für ganz Deutschland sein. Schaut, wie aufgeschlossen wir sind. Viele seiner Ideen hat er aus seiner dänischen Heimat.